Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kabelsalat Adventskalender Atari Edition. Oder kurz der Atari Adventskalender. Wir sitzen gerade hinter Türchen 12 und spielen das sechste Spiel und es ist Millipede. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen fasziniert, weil das Modul ist wesentlich schwerer als Frogmann, aber es ist ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall, da ihr das Video seht, ich konnte das erfolgreich auslesen und wir spielen es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, vielleicht ist es Centipede nur 2.0 oder so. Ich habe keine Ahnung. Man hat ja damals gesagt, so eine Verbesserung machen wir in Form von neuen Spielen. Deswegen gehen wir mal direkt rein in Millipede aus dem Jahre 1984. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall fast Mitte der 80er. Ich muss mal kurz mein Mikrofon rücken. Und dann würde ich mal sagen, starten wir rein. Also man sieht auf jeden Fall eine grafische Verbesserung. Es ist das gleiche wie Centipede, nur gibt es DTs, Dynamite, Ton. Und so wie es aussieht, gibt es so einen kompletten Bereich, wo man gehen kann. Und es ist sehr, sehr breit gezogen und irgendwie ist die Grafik ein bisschen schlechter geworden. Oh, ich habe jetzt irgendein fast kaputt gemacht. Aber im Endeffekt ist es das gleiche. Nur ein bisschen, nur mit mehr Extras. Und man wird von irgendwelchen komischen Gehirnen. What the fuck, was geht hier ab? Und warum zum Henker habe ich jetzt hier unten irgendwelche. Also es ist auf jeden Fall eine bessere Version als. Was ist das für bloß ein Meerschweinchen? Hau ab. Gott, was geht hier ab? Ich komme hier kaum noch zum Erläutern, weil irgendwie hier gerade so viel ab. Okay, der Todsort macht null Bock. Was zum Henker geht hier ab? Was war das denn? Also mit den Spinnen komme ich ja klar, ne? Aber. Ey, das Spiel überlädt mich, aber sowas von eiskalt. Also man merkt schon, hier hat Atari auf jeden Fall schon. Oder die Entwickler schon gewusst, wie die Hardware zu Hand zu haben haben. What the fuck, ey? Mann, geht mir doch alle nicht auf den Keks und auf den Schlüpfer. Es ist doch unfassbar. Und ich krieg die Viecher hier nicht abgeballert. So. Der kam jetzt von der Seite, oder wie? Ja, der kommt tatsächlich von der Seite. Was auch immer. Lasst mich doch mal in Ruhe! Game over. Alter Schwede, ist das stressig. Select starting score. Okay. Hatte ich jetzt einen. Moment, was? What the heck? Oh, ich konnte, glaube ich, einstellen, wie viel mein Score sein soll. Aber das macht hier überhaupt keinen Sinn. Das Spiel überfordert mich aber eiskalt. Oh, haut ab. Durchlassen. Weiter ballern. Ich krieg diesen kleinen Pipi-Mann nicht platt gemacht. Pipi-Mann. Ey, Mann, ey. Oh, das Schmerzschweinchen. Oh, ein fliegendes Ding. Oh, und hier ist auch noch was. Zum. Dann ist der Bildschirm jetzt hier auch noch voller Käse. Jeez. Ich bin sehend. Oh. Oh. Und jetzt sind natürlich die ganzen Viecher jetzt natürlich in meinem Bereich. Oh. Und ich muss gucken, dass die wegkommen. Alter. Das macht mich echt fertig. Da kommt wieder das Meerschweinchen von der Seite. Geht doch mal alle gepflegt sterben. Please. Warum ist hier jetzt wieder so viel Scheiß auf dem Bildschirm? Warum kommen die wieder hier unten hin?
Warum sind die schon wieder? Warum kommen denn jetzt wieder diese seitlichen kleinen Mistviecher? Mann! Ich hab, glaube ich, irgendwas. Ich glaube, ich habe ein Leben freigeschaltet. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Bups, wieder tot. Mein Daumen tut weh. Kann ich auch gedrückt halten? Oh, ich kann gedrückt halten. Warum mache ich das denn nicht? Oh, come on. Ey, es ist doch nicht wahr. Game over. Was zum Henker? Ah, es geht direkt weiter. Ich habe jetzt wieder einen Highscore eingesetzt. Also, von allen bisherigen Sterbeanimationen ist der hier am nervigsten. Boah, das triggert mich hardcore, ey. Aber ihr könnt bestimmt noch in den Kommentaren schreiben, was wirklich der Unterschied ist und was die sich damals dabei gedacht haben bei dem Spiel. Och, come on. Game over. Schon wieder. Oh Mann, komm, ich will nochmal. Einfach mal detonieren lassen. So, alle kaputt. Diese Kackspinnen. Warum sind die da unten immer? Ach, die fliegenden Dinger, die machen mir hier Steine rein. Das Problem ist, wenn ich Steine kaputt mache, kriege ich keine Punkte. Ich kriege nur Punkte, wenn ich diese komische Schlange platt mache. Komm nochmal. Ja, und die Spinnen kaputt schieße. Dann kriege ich auch Punkte. Oh, hat mich der Albatros platt gemacht. Wenn er Albatros heißt. Ach ja, gedrückt halten, Bifi. Gedrückt halten. Das funktioniert doch auch. Die nicht kaputt, ich krieg die nicht kaputt. Nein! Nein! Oh, come on, spring doch einfach drüber. Game over. Eine Runde noch, komm. Stressvolles Centipede. Das ist für mich Millipede. Ja, da kommt jetzt dieses fliegende Ding. Oh, dammit. Atari macht meh und wie viel ist traurig. Nein, das gibt's doch nicht. Geh weg. Geht weg. Mann, jetzt kommt der Hamster von unten. Ach, das gibt's doch nicht. Egal, ich hatte meine beste Runde. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele Punkte ich gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist keine Ahnung. Also das war jetzt eine Erfahrung. Es geht verdammt viel auf dem Bildschirm ab bei Millipede, aber alter Schwede, ey. Ich will lieber Centipede weiterspielen. Das hat so was Ruhiges, Angenehmes. Da kommt die Spinne und dann bist du halt kaputt. Und da. Aber hier, der Sterbesound macht dich so aggressiv. Mama mia. Und diese 1000 Gegner, die dazu noch kommen. Also es muss Centipede 2.0 sein. Es ist nur nicht mein Spiel. Es ist sehr stressig. Aber trotzdem cool. Das war, wie gesagt, Millipede. Krasse Sache. Aber boah. Alter Schwede, ist das Spiel schwer. Aber 84. Eines der jüngeren Spiele, die wir beleuchtet bisher haben. Wobei, bei Frogman bin ich mir nicht sicher, aus welchem Jahr es kam. Na gut. In dem Sinne, packen wir doch jetzt einfach das nächste Spiel aus für den 14. Wir haben nur noch 6 Spiele. Ich muss eins mit Kringeln nehmen. Ich nehme das hier. Weil irgendwie fühlt es sich auch komisch an. Nicht Mikrofon runterschmeißen. Das wäre ein bisschen doof.
E-Magix. Was ist das denn? For User Tar. Achso, Star Voyager. E-Magix Star Voyager. Wenn es geiler ist als Solar Fox, dann spiele ich das jetzt die nächsten Tage nur noch. 82. Ich bin sehr gespannt. Ungewöhnliche Cartridge? Ungewöhnliches Spiel? Gucken wir mal. Star Voyager am 14. Dezember. Ja, in dem Sinne, bis in 2 Tagen.